angekommen im Le Méridien Enfis in Marrakesch. Doch weshalb wir hier anstelle der gebuchten zwei Nächte nur noch eine geblieben sind? Ja, wie der Poolbereich und das Frühstück so sind, das gibt's gleich nach dem Intro. Mein Name ist Fabian, schön, dass du hier bist und jetzt viel Spaß! Wenn ihr die letzte Folge am vergangenen Donnerstag gesehen habt, dann habt ihr ja auch gesehen, dass wir eine späte Ankunft in Marrakesch hatten. Somit war es auch schon dunkel beim Check-in. Macht ja nichts, hier gibt's das Ganze auch nochmal in hell. Doch bevor es losgeht, noch zwei, drei kurze Hinweise, denn das hier ist kein Werbevideo. Es sind meine bzw. unsere eigenen Aufnahmen und wir blenden dir am Ende des Videos auch ein, was wir für diesen Aufenthalt bezahlt haben. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir bereit für dieses Review und wir checken erstmal ein. Die Lobby sah eigentlich schon schön aus. Lediglich die LM Bar, ja, was ja ein wahnsinnig kreativer Name für ein Hotel ist, dessen Name Le Méridien lautet, war absolut, aber ja. War okay, aber es war, ja, tote Hose. Lustigerweise checkten vor uns ein Pärchen ein, das zwei Gutscheine für kostenlose Drinks bekommen hat. Die haben wir irgendwie nicht freiwillig erhalten, also hat Karen, nein, ich also, hier kurzerhand mal nachgefragt, warum nicht, und zack, gab es dann auch für uns zwei Gratis-Drinks. Aber haben wir die eingelöst? Nö. Lasst uns aber erstmal aufs Zimmer gehen, und das befindet sich nicht im gleichen Gebäude wie die Lobby, sondern im exklusivsten Anbau des Hotels. So die Aussagen. Ein Suite Upgrade hatten wir nicht erhalten, aber eben dieses Executive Zimmer, das dann auch noch direkt neben dem Lift war. Das finde ich ja absolut ungeil, aber gut. Wir hatten jetzt auch keine Lust, um 22 Uhr noch groß das Zimmer zu wechseln. Naja. Geht man also rein, erkennt man jetzt auf dem Fluchtwegeplan jetzt nicht so wahnsinnig viel, daher machen wir gleich weiter in das sich links befindende Badezimmer mit Badewanne und ja, keiner Regendusche. Dafür Pflegeartikel von, ja, entweder Pharmakuppel, Kappel, whatever, naja, und einem Waschbecken. Dazu gibt's noch ein BD und eine Toilette. Ja, und ich, wie ich mich noch nicht ganz entscheiden kann, wie ich hier das allgemein denn so finde. Gegenüber des Badezimmers befindet sich der Safe und ein Bademantel. Kommen wir zu Bett und Komfort und das war eigentlich ganz gut. Es gab insgesamt 4 Kissen, dafür 2 etwas weicher und 2 etwas fester. Ihr kennt das. Dazu gab es noch eine Minibar. Die war allerdings leer. Auf dem Tisch gab es dann zwar als Willkommensgeschenk Früchte und eine Karte, aber ohne Willkommensgruß drauf. Das fand ich ein bisschen komisch.
Ja, und das hier ist der Blick aus dem Zimmer bei Nacht. Viel Spaß! Ja, und so sieht das Ganze bei Tag aus. Laufen wir aber mal ein bisschen rum und gucken uns das Hotel und den Garten mal genauer an. Das Hotel liegt halt leider auch direkt an einer vielbefahrenen Straße, sodass man hier immer Straßenlärm hat. Egal wo man ist, am Pool, am Fenster auf dem Zimmer oder im Garten, das war nicht so schön. Wenn ihr aber hier untergebracht seid und wollt auch euch ja, so ein bisschen auspowern und sporteln, dann geht das im hauseigenen Gym, das folgendermaßen aussieht. Schwimmen im kalten Pool geht natürlich auch. Oder ihr spielt eine Runde Tennis. Auch das ist möglich. Essen und Trinken. Ja, ihr merkt es ja schon am Licht. Die Frühstücksatmosphäre hier in diesem Raum war leider gar nicht schön. Die Auswahl an Speisen dafür schon eher, aber auch nicht wirklich auf einem 5-Sterne-Niveau. Man merkt halt doch schon, dass das Ganze hier eine ältere Unterkunft ist und ja, uns deswegen auch nicht so wahnsinnig gut bis eigentlich fast gar nicht gefallen hat. Wir entschieden uns deswegen kurzerhand abzureisen und aus 2 Nächten nur noch eine zu machen. Der Gesamteindruck war einfach nicht gut. Bezahlt haben wir dann aber dennoch 1562 marokkanische Dirham, das im März 2023 in etwa 142 Euro entsprach. Im Rating gibt es dann lediglich eine 3 von 10 möglichen Punkten, angefangen von einer zu lauten Klimaanlage, dem Frühstück, der Check-in-Experience, der alten Anlage etc. Es war einfach qualitativ nicht gut. Deswegen würden wir euch auch davon abraten, hier anzureisen und sagen deswegen don't go there. Es sei denn, ihr wollt jetzt wirklich die Edition Sparbrötchen machen und braucht gegebenenfalls noch Marriott-Nächte. Aber darüber hinaus, nope. Ja, aber dafür gucken wir uns dann nächste Woche das Ersatzhotel für eben diese zweite Nacht an. Und zwar das Fairmont Royal Palm Marrakesch.
Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Somit sind wir aber auch schon wieder am Ende des heutigen Videos angekommen und ja, Däumchen nach oben und Abo nicht vergessen und dann sehen wir uns schon kommenden Sonntag hier bei einer neuen Folge wieder. Bis dahin, Fabian sagt, bye bye.